Die Covid-19-Pandemie stellt eine große Herausforderung für die Bevölkerung dar. Welche Auswirkungen hat diese denn für den Breiten- und Leistungssport? Wirklich fundamental sind die Auswirkungen. Der Shutdown hat dazu geführt, dass sämtliche Sporteinrichtungen, Fitnessstudios, Trainingsplätze und so weiter komplett schließen mussten, verständlicherweise und notwendigerweise. Aber das hat natürlich sowohl den Freizeit- und Breitensport als auch den Hochleistungssport komplett in seiner Infrastruktur und in seinen Ausführungen zum Erliegen gebracht. Dieser Shutdown hat ja dazu geführt, dass viele Athleten auch nicht trainieren konnten in der Zeit. Der Trainings- und Wettkampfbetrieb war ja stark eingeschränkt. Was raten Sie denn den Aktiven, wenn sie wieder starten möchten? Ja, das ist natürlich sehr komplex und auch nur individuell zu beantworten. Wir haben gesehen, dass vereinzelt Athleten sehr wohl, wenn sie Individualsportarten vor allem natürlich im Fokus haben, ihr Trainingspensum weitgehend haben aufrechterhalten können. Andere, zum Beispiel Mannschaftssportler, waren ja komplett aus ihren sportartspezifischen Abläufen herausgerissen. Also es hat mehrere Dimensionen. Zunächst mal rein körperlich wird man wieder anfangen, systematisch das Training aufzubauen. Man kann nicht von 0 auf 100. Das wissen aber die Athleten und die Trainer natürlich auch. Und es muss natürlich, darauf kommen wir gleich noch, medizinisch das Ganze flankiert werden. Ansonsten sportartspezifisch muss man natürlich auch wieder in die entsprechenden Mechanismen, Automatismen, Abläufe hineinkommen. Also das wird eine spannende Zeit und wird mit Sicherheit auch zur Differenzierung führen, wer das schneller schafft oder wer da mehr Probleme hat. Ja, Sie haben gerade gesagt, von 0 auf 100 geht es wieder los. Würden Sie denn den Aktiven empfehlen, eine sportmedizinische Untersuchung durchzuführen, bevor sie wieder starten? Das empfehlen wir ja immer und halten das auch für sehr sinnvoll und notwendig. Aber gerade in Covid-19-Zeiten ist es, glaube ich, ein absolutes Muss. Wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen mittlerweile, dass die Erkrankung ja teilweise in ernsteren Verlaufsformen sowieso mit schweren Einschränkungen der Lungenfunktionen, aber auch Beteiligung des Herzmuskels und anderer Organe einhergeht. Es können aber auch weniger dramatische Verläufe sich abspielen, wo die Athleten vielleicht gar nicht spüren, dass beispielsweise ihr Herz eingeschränkt ist, eine Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, kann im Hintergrund ablaufen oder die Lungenfunktion kann eingeschränkt sein, ohne dass man das zunächst mal subjektiv im Alltag merkt. Also es ist eine absolute Notwendigkeit, sich vor Wiederaufnahme des Trainings oder sogar von Wettkämpfen sportmedizinisch untersuchen zu lassen. Ja, gerade auch unter dem Aspekt, dass nicht jeder weiß, ob er infiziert ist oder nicht. Das ist ja dann auch noch eine Frage, die zu klären ist. Extrem schwierig. Diese Erkrankung stellt uns ja doch vor einige Rätsel und ich betreibe die Medizin schon seit Jahrzehnten, kann ich sagen. Ich habe noch nie so eine merkwürdige virale Erkrankung gesehen mit so vielen Facetten. Genau wie Sie es sagen, wir können komplett gesunde Athleten haben, die sich pudelwohl fühlen, aber sehr wohl infiziert sind, Überträger sein können, das ist die eine Komponente, und im Hintergrund vielleicht sogar eben Organschäden bereits entwickeln oder zumindest Organmitbeteiligung haben, die sie gar nicht subjektiv spüren müssen. Ihr Institut ist ja auch im Deutschen Forschungszentrum für Leistungssport ein wichtiger Teil im Rahmen des Basischecks für Kaderathletinnen und Athleten. Der Basischeck ist eine Gesundheits- und Leistungsuntersuchung. Wurde denn diese Untersuchung angepasst jetzt aufgrund der Covid-19-Pandemie? Ja, und zwar wirklich in vielfältiger Weise. Zunächst mal ganz klar im Hinblick auf die Abstands- und Hygieneregelungen. Es müssen Masken getragen werden, es wird ständig desinfiziert, die Abstände werden eingehalten und so weiter und so fort. Das stellt uns natürlich und auch die Athletinnen und Athleten vor logistische Herausforderungen, aber jeder hat dafür Verständnis. Das andere sind Fragen, welche Untersuchungen können wir in der aktuellen Situation wirklich bedenkenlos durchführen? Und da kommt man sofort natürlich auf die Belastungsuntersuchungen, die ja mit einer massiven Erhöhung einmal des Atemminutenvolumens verbunden sind. Das heißt, die Athleten gehen, wenn sie ausbelastet werden, an ihre Grenzen, atmen sehr viel aus. Und wenn sie,
was wir natürlich mit allen Mitteln zu verhindern suchen. Wenn sie potenziell infiziert wären, würden sich dadurch auch gefährliche Aerosole bilden. Das haben wir natürlich im Hinterkopf und versuchen, das Risiko auf Null zu bringen. Die andere Komponente ist natürlich auch das potenzielle Risiko einer Ausbelastung bei einer nicht erkannten Infektion oder einer vorher durchlaufenden Infektion, die vielleicht noch Spätschäden hat. Auch das versuchen wir natürlich zu minimieren, weil wir kontinuierlich zum Beispiel, wenn wir eine Ausbelastung durchführen, auch ein EKG ableiten. All das können wir tun, weil wir eben die medizinische Seite mit abdecken können, bringt aber natürlich Limitationen für andere leistungsdiagnostische Untersuchungen, die jetzt nicht ärztlich begleitet werden. Also Sie sagen, eine Ausbelastung ist also, wenn die sportmedizinische Untersuchung vorweggenommen wurde, unkritisch, weil letztendlich es Empfehlungen auch gibt, die sagen, in welcher Form man diese Ausbelastung durchführen soll. Und wenn die Räumlichkeiten gegeben sind und die Voraussetzungen, können diese Ausbelastungen durchaus stattfinden. Ja, das deckt sich mit dem offiziellen Statement der deutschen Sportmediziner, die sagen, wir wollen jetzt nicht jeden ausbelasten, und das halte ich auch für sehr vernünftig und nachvollziehbar, aber eben unter den entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen und vor allem in bestimmten Gruppen, sagen wir mal Leistungssportler oder auch Freizeit- und Breitensportler mit einem hohen Interesse, sich auszubelasten, die das auch im Alltag tun, unter den genannten hygienischen und ärztlichen Sicherungsmaßnahmen, da halte ich es dann für vertretbar und auch durchführbar. Okay, ich denke, das wird einige Athleten beruhigen, dass es da auch Standards gibt, die letztendlich dazu führen, dass man keine Bedenken haben muss, herzukommen. Denn die Pandemie ist ja jetzt erst 3 Monate alt. Sind denn schon Langzeitauswirkungen bekannt oder kurzfristige Leistungseinbußen, die jetzt den Athleten spürbar machen lassen, dass er vielleicht infiziert wurde? Eine weitere sehr spannende Frage. Wir haben Hinweise, dass es tatsächlich eben Begleit- und auch Folgeschäden geben kann. Ich will mich da vorsichtig ausdrücken und will auch keine Ängste schüren. Wir kennen das auch von anderen viralen Erkrankungen, dass eben Folgeschäden durchaus eben präsent sein können. Wir wissen aus bisherigen Untersuchungen, dass die offensichtlich die Mehrzahl der Erkrankungsverläufe, Gott sei Dank, folgenlos bleibt. Mit allen Einschränkungen, die man im Augenblick noch machen muss. Das dürften bei jüngeren Menschen 90-95% sein. In einigen wenigen Fällen haben wir aber leider Hinweise, vornehmlich bei älteren Menschen und bei schweren Verläufen, aber eben auch bei einigen jüngeren Menschen, dass es offensichtlich als Folge der Erkrankung zu Veränderungen der Lungenfunktion kommen kann. Das Lungengewebe kann sich verändern, fibrosieren, also vernarben. Das ist beschrieben worden. Oder der Herzmuskel kann entzündet sein, sich strukturell verändern, auch noch einige Monate nach der Erkrankung. Und so ein paar andere seltene Begleitkomplikationen. Um das näher zu erforschen, führen wir gemeinsam mit Momentum ja auch eine Studie durch. Wir wollen eben genau diese Langzeitverläufe uns genauestens anschauen, um eben da Sicherheit zu gewinnen. Im Augenblick muss man sagen, es könnte sein. Wir versuchen aber natürlich auch das Risiko, selbst bei solchen Verläufen so gering wie möglich zu halten. Es könnte sein, aber es besteht kein Grund zur Panik, möchte ich mal hier an dieser Stelle sagen. Mhm. Ja, das führt mich zur abschließenden Frage. Sport ist ja bekanntermaßen wichtig für das Immunsystem. Was kann denn jeder für sich tun, um sein Immunsystem zu stärken oder sich gesund zu halten, gerade unter diesen Bedingungen, ohne sich dann zu überlasten und seinen Körper vielleicht auch in eine Gefahrensituation zu begeben? Das ist genau der Punkt, weshalb ich persönlich auch so froh darüber bin, dass wir aus dem Lockdown draußen sind, dass Sport wieder möglich ist, dass die Fitnessstudios wieder öffnen können, dass auch Mannschaftssport für Kinder und Jugendliche gerade unheimlich wichtig wieder möglich ist. Denn Sport und Bewegung, gerade in der frischen Luft, in der freien Natur, gerade auch in der frischen Luft, ist fast gefahrlos möglich. Es wird berichtet, dass eben gerade die Aerosol- und Tröpfcheninfektionsübertragung im Freien ja sehr, sehr gering ist. Und diese Bewegung in der freien Natur, das ist im Grunde ein Erfrischungsbad, bildlich gesprochen, für unser Immunsystem. Da gibt es
sehr schöne wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass viele Komponenten unseres Immunsystems dadurch wirklich gestärkt werden. In Kombination dann noch mit einer ausgewogenen Ernährung und ausreichend Schlaf. Das muss man tatsächlich auch betonen. Kombination ausreichend Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung stimuliert unser Immunsystem und positiv denken auf jeden Fall stark und hilft uns natürlich auch, nicht nur die virale Infektion aller Art und auch sicherlich von Covid-19 abzuwehren oder den Verlauf auch deutlich schwächer werden zu lassen. Da haben wir tolle Befunde. Wovor man allerdings ein bisschen warnen muss, und das wissen natürlich die Athletinnen und Athleten auch, dass maximale erschöpfende sportliche Belastungen gehen mit diesem berühmt-berüchtigten Open Window einher. Das heißt also, nach so 2-3-stündiger auspowernder sportiver Betätigung ist man dann tatsächlich im Immunsystem so ein bisschen reduziert. Da muss man etwas aufpassen, aber man kommt gestärkt auch daraus wieder hervor. Das Immunsystem passt sich an und stimuliert sich. Also Sport ist absolut wichtig für unser Immunsystem. Vielen Dank, Herr Professor Predel, für das Interview und bleiben Sie gesund. Danke, das wünsche ich Ihnen auch.